Ich lebe in Norwegen. Kann ich mit nur 2 Jahren deutschen Beitragszeiten eine Regelaltersrente von der DAV erhalten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe 1981 und 1982 in der ehemaligen DDR gelebt und gearbeitet und bin dann nach Norwegen ausgewandert und habe hier gearbeitet. Habe ich Anspruch auf die Regelaltersrente in Deutschland, wenn ich nur 2 Jahre Pflichtbeitragszeit nachweisen kann? So die Frage, die uns auf rentenbescheid24.de kürzlich erreichte. Im Normalfall ist für den Versicherten mit nur 2 Jahren Beitragszeiten ein Anspruch auf die Regelaltersrente nicht möglich. Ich brauche nach deutschem Recht mindestens 5 Jahre Wartezeit, um diese Regelaltersrente bekommen zu können. Wenn ich nur 2, 3 Jahre Beitragszeiten nachweisen kann, dann kann ich unter bestimmten Voraussetzungen Beiträge auch nachentrichten. Und zwar sagt uns der Paragraph 282 SGB VI, dass wenn der Versicherte vor 1955 geboren ist und er keine 5 Jahre Wartezeiten nachweisen kann und er mindestens ein Kalendermonat Kindererziehungszeiten in seinem Versicherungsverlauf stehen hat, er dann die fehlenden Kalendermonate für die Wartezeit der 5 Jahre mit Beiträgen nachentrichten kann. Das ist so die allgemeine Möglichkeit, die es im deutschen Recht gibt. Das können Sie auch nachlesen, wenn Sie Ihren Rentenantrag stellen im R100. Da gibt es eine ganz spezielle Frage dazu. Dahinter verbirgt sich sozusagen diese Regelung. Aber für unseren Fall ist eine Nachentrichtung von Beiträgen gar nicht notwendig. Norwegen gehört zwar nicht mit zur EU, aber Deutschland erkennt die norwegischen Zeiten als Wartezeiten für eine Altersrente in Deutschland an. Das heißt also, wenn unsere Versicherte oder unser Versicherter, der in Norwegen gearbeitet hat und nur 2 Jahre in Deutschland Beitragszeiten hat, dort gearbeitet hat, werden die norwegischen Zeiten auf die Wartezeit der Regelaltersrente, diese 60 Kalendermonate oder 5 Jahre, mit angerechnet. Das heißt also, der Fragesteller wird eine Regelaltersrente bekommen. Die wird natürlich bei 2 Jahren Wartezeit oder 2 Jahren Beitragszeiten sehr, sehr gering ausfallen. Aber nochmal, ja, er bekommt auf jeden Fall eine Regelaltersrente. Er muss sie nur beantragen und muss bei der deutschen Rentenversicherung nur nachweisen, dass er in Norwegen entsprechende Beitragszeiten zurückgelegt hat. Und dann ist das gar kein Problem. Näheres zum Thema Regelaltersrente, Wartezeiten, EU-Recht finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.